Ja, jetzt geht es auch endlich los. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich zu den 9. Weltmeisterschaften im Kopfrechnen, auch im Namen der Andreas-Mohn-Stiftung begrüßen. Mein Name ist Eva-Maria Mohn. Und einen besseren Ort hätten wir kaum finden können, den weltweit bedeutendsten Wettbewerb dieser Art durchführen zu dürfen, als im Museum und Forum des deutschen Computerpioniers Heinz Nixdorf, der sich durch Genialität, mathematische Begabung, Unternehmergeist, Freude an Sport und Wettkampf und durch Menschlichkeit auszeichnete. Monsieur Billon wird uns jetzt das Kalenderrechnen demonstrieren und wir brauchen jetzt Hilfe von Ihnen. 23.04.2012 geboren. April, the 23rd. Okay, that means you were born on a Monday. Okay, and, okay. Okay. Means that you are 4,101 days old today. Wow, herzlichen Glückwunsch. Und Sie geben uns eine zweistellige Zahl, a two-digit number, yes. And you will make a multiplication. I will double it aloud several times, okay? But since I'm from Canada, and Canada is a bilingual country, I will do one number in French, and then in English, and then French and English, and switch languages all the time, okay? Okay, five. 63. 63, okay. So that's 63, 126, 252, 504, 1008, 2016, 4032, 8064, 16128, 32256, 64512, 129024, 258048, 516096, and 1,033,184. Wow! Vielen lieben Dank. Ich führe jetzt durch das Thema Multiplikation. Und zwar liegt der Weltrekord für 10 Multiplikationen von jeweils zwei fünfstelligen Zahlen bei 59,4 Sekunden und der deutsche Rekord bei 186 Sekunden. Ayan Shukla aus Indien wird heute einen Weltrekordversuch gemeinsam mit uns hier starten, wobei wir natürlich nur gedanklich unterstützen werden, glaube ich. Mathematik und Rechnen beginnen mit Zählen und nun zählen können wir alle und es ist auch nicht besonders aufregend, außer natürlich man hat ganz herausragende Fähigkeiten, wie zum Beispiel Roger Rudolfsma, aus den Niederlanden. Er möchte heute ebenfalls einen Rekordversuch starten. Gleich werden hier auf der Folie kurze, lange und ganz lange Wörter in der niederländischen Sprache erscheinen. Und Herr Rudolfsma gibt uns dann die Zahlen der Buchstaben an. Als Schiedsrichter begrüßen wir William Bowman, einen exzellenten niederländischen Kopfrechner, den viele von Ihnen sicherlich schon kennen werden, der uns auch die Zahlen ins Deutsche übersetzen wird. 29. 26. 16. Dat is 11. 30. 16. So, aber Willem, du hast das Wichtigste vergessen, nämlich zusätzlich zu den zwei Falschen gab es 18 Richtige. Und dafür hat er sich auch einen Applaus verdient.
Jetzt machen wir es noch etwas schwerer, Herr Laue. Richtig, dabei hilft wieder der Computer, um hier zufällig Zahlen vorzugeben. Und ja, das ist auch die Art und Weise, wie er das trainiert. Und wenn man das sieht, dann wundert einen auch gar nicht mehr, dass hier der Taschenrechner keine Chance hat. Muss ich mal schauen auf meinen Spickzettel. Es geht, glaube ich, darum, das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. 10 zweistellige Zahlen werden jetzt vom Computer generiert. Die werden nur eine Sekunde angezeigt und dann von ihm korrekt addiert. Okay, kann das starten? Moment. Wow. Aber Sie sehen schon, Ahmad stellt noch ein paar Zahlen um und jetzt wird es nämlich wirklich richtig schwer. Mehr Zahlen, weniger Zeit, nur 0,4 Sekunden werden die Zahlen angezeigt und es werden dreistellige Zahlen. Okay, dann go. Do you think it's correct? Yeah, we believe in you. It's correct. Thank you. Wow, das war wirklich super. Danke, Ahmad. Ja, wunderbar.